Hallo, wie geht's denn so? Ich meine, ja, hi und willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ich habe das G mal in Lego irgendwie mal betont, weil ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn ich irgendwie mein Part beginne und sage, oh, willkommen zu Lego Star Wars, ich habe irgendwie das Gefühl, das G geht immer irgendwie unter. So. Das Commander Cody. Und ja, ich weiß nicht wieso, irgendwie tue ich das irgendwie so verstummen, während ich hier meinen Part mal ankündige. Leo. Ich höre mal so, ja, willkommen zu Leo Star Wars, ne? Aber ja, da ist ein Stein, den holen wir uns mal kurz, ne? Habt ihr ja nichts dagegen, ne? Aber ich kann einfach darüber springen, okay. Macht natürlich einfacher. Ich hatte nämlich Angst, irgendwie herauszufinden, wie ich da nochmal zurückkomme. Aber ich muss die richtige Höhe hier. Oh. Statisches Schwingen. Ich habe gedacht, wir fangen den Part mal an mit hier. Mit direkt ein Steinchen, ne? Da war irgendwie Zeit verzögert. War komisch. So, wir sind hier auf Utapau. Wir sind auf der Jagd nach General Grievous, ne? Mit General Kenobi hier an unserer Seite. Und ja, wir sind in Episode 3. Wir haben letzte Folge Episode 3 gestartet. Und ja, wir machen ja erstmal ein bisschen die Story weiter. Wir müssen noch eine Menge hier erkunden, aber wir haben noch nicht freies Spiel und also was freigeschaltet, was irgendwie hier, was ich die Erkundung einfacher machen würde. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen erstmal. Deswegen habe ich mir gedacht, wir treiben heute erstmal die Story ein bisschen voran. Ich kann die Leute hypnotisieren. Okay. Wieso? Keine Ahnung. Sag mir hier rein. Letztes Mal haben wir ja schon eine Level von Episode 3 gestartet, wo wir gegen Count Duo gekämpft haben. Und jetzt machen wir den zweiten General oder Anführer von der von den Separatisten noch fertig, ne? Welcher General Grievous ist, ne? Also komm, zeig mal. Machen wir den fertig, ne? Seid gegrüßt, junger Jedi. Ich würde eure Stadt gerne als Basis nutzen, während ich in den umliegenden Systemen nach General Grievous suche. Er ist hier. Auf der 10. Ebene. Tausende von Kampfdroiden. Seine WhatsApp-Nachricht? Bitte um Verstärkung. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Armee. Ja. Ich warte auf die bestimmte Szene. Die werden definitiv die Szene reinpacken, ne? Hallo, wie geht's denn so? Hallo there. Haha. Ihr seid am Zug. What? Schau ich den Tanz meiner Leute an. So, geht direkt in den Kampf los hier. Geil. General Grievous. Ich glaube, er redet mit Ihnen, Sir. Ja. Das glaube ich auch. Ah. Will ich erstmal ein bisschen umschauen, Kollege. Du bist am Zug. General Grievous, the most wasted character in. Ich habe schon voll. Ich hatte 384 Bonus habe. Ja, also ich werde immer 3 Steine auf jeden Fall bekommen. Ja, the most wasted character in dem Film, ne, weil der voll. So wie ich das verstehe, war General Grievous einer der krassesten Charaktere überhaupt, ne? Der Jedi Jäger oder Jedi Hunter, ne? Oder Killer, der Jedi Killer, ne? Und in dem Film wurde der irgendwie mal nicht. Haben den nicht so irgendwie, Das glaube ich kaum. Ja, macht ha. Ja, da bist du wohl abend dran, ne? Aber die Filme wurden denen irgendwie nicht gerecht, so wie fast irgendwie jeden Charakter. Ne? So wie Darth Vader, so wie vielen anderen Charakteren, ne? Ja, gucken wir uns mal hier um. Da unten sehe ich schon was. Weiß nicht, ob ich irgendwas machen kann. Ne, ich habe ja nur die beiden. Hey, wie geht's?
Ach, habe ich ganz vergessen. Ich will jetzt mal hier die Dings holen, die Herausforderungen, damit ich weiß, was ich hier machen muss, ne? So, Gericht kaufen, bitte. Besiege 5 Kampfdruiden, 4 Magna machen und 5 Superkampfdruiden ohne zu sterben. Okay. Das können wir schaffen. Was General Grievous wäre, der oben wartet, den du ihn auf Kopfgeldjägerart angreifst. Schon wieder irgendwie so was. Besiege mit einem Blaster 2 Magna machen. Okay. Kann man machen. 2 Magna machen. Und ich muss ja so oder so einige Druiden erledigen, ne? Oder Gegner. Okay, Vorsicht. Soll ja nicht sterben. Wir dürfen General Grievous nicht aus den Augen verlieren. Ja, warum wahrscheinlich? Jetzt gucken, was hier unten ist. So, hier kann ich schon wieder nichts machen. Weil ich ein Protokoll-Druiden brauche, das wird wohl irgendwie so ein Thema sein. Irgendwas ist ja am Rumfliegen. Ich muss, glaube ich, irgendwann abschießen, ne? Gott. Die werden geben so viele Punkte jetzt. So, da kann ich rein. Also eine Lichtschwerttür. Einstecken. Ich will mal einen ganz großen Kreis machen. Ah, jetzt bin ich schon. Kann gar nicht da runter. Wieso nicht? Ja, steck fest, Commander Cody. Aber ich glaube, darf er gar nicht größer machen, ne? Ah, keine Ahnung. Meins. Okay. Sieht aber auch verdächtig aus irgendwie. Okay, keine Ahnung. So, darf ich da runter? Ich habe so Gefühl, wenn ich da runter gehe, sterbe ich. Weil da unten ist gar nichts. Also bleiben wir hier oben. So. Ah, schade. Okay. Haben wir ein so ein Ding gefunden. Aber die werden wir wahrscheinlich auch nicht alle kriegen, ne? Obwohl, wer weiß, ne? So. Soll ich da hochgehen? Ja, ne? Soll ich da kämpfen? Nö. Ich nehme an, ich darf da nicht hin, ne? Doch, kann ich. Magna machen, ich habe gar keine gesehen. Weil es ja die ganze Zeit am Fliegen, weil ich abschießen muss. Irgendwann ist ja die ganze Zeit am Vorbeifliegen. Ja, vielleicht muss ich da oben hin, ne? Guck mal. Boah. Was da unten ist noch? Ja, R2. Aber schon wieder irgendwas. Ja. Wer wagt es? Okay, gehen wir da hoch. So, ich soll ihn irgendwie. Soll ihn irgendwie angreifen, während er da oben ist? Stand da irgendwie so weit, dass ich was für Kopfgeldjäger, aber ich muss in jeder Level hier nochmal reingehen. Ich soll ihn auf Kopfgeldjäger, da kann ich das ja sowieso nicht machen, ne? Was soll's. Okay. Sie sind am Zug. Boah. Er kann sogar abwerten. Du hast auch keine Jedi-Reflexe, Kollege.
Bin ich übrigens der Einzige, der es irgendwie voll schade fand, dass Obi-Wan den irgendwie voll einfach in dem Film erledigt hat? Ich fand irgendwie, Obi-Wan hatte irgendwie viel zu leichtes Spiel gegen Grievous. Ich meine, es war irgendwie nicht mal ein Vergleich, so wie die Filme es dargestellt haben, ne? Ich meine, das sah noch nicht mal so aus, als hätte sich Obi-Wan irgendwie angestrengt in dem Film, ne? Da fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich wünschte, es hätte mir so ein bisschen so ein Struggle gegeben in dem Film. Aber Obi-Wan hat irgendwie voll gechillt, ohne Probleme erledigt, ne? So eine Hand nach der anderen irgendwie abgehakt. Oh, nein. Ja, die Herausforderung kriege ich nicht. Mit dem Magna-Wachen, weil ich ja schon wieder gestorben bin jetzt hier. Ja, ich muss da. Wenn mir jedes Mal, wenn so ein Lebensbalken wieder ist, dann muss ich irgendwie so ein Ding machen hier, ne? Ja, ja. Alter. Ich glaube übrigens nicht, dass die gleiche Stimme ist. Klingt halt nur sehr ähnlich wegen halt diesen Effekt halt in der Stimme. Nehme ich an. Kann mir nicht vorstellen. Ah, ja, weiß, ne? Da musste ich. Ich glaube, du hattest gerade. Da, du hattest wortwörtlich gerade ein Ding. Warum kann ich da einsteigen? Ja, guck mal. So muss ich das bestimmt machen, ne? Oh, sorry, Leute. Ist da nicht einer? Ne. Boom. Eins, alles klar. Zwei. Drei. Ja, mir abzuschließen. Ich versuche mich zu konzentrieren. Ist da einer? Nee, da. Wir. Yay. Ja, warte mal. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte die alle abschießen hier. Okay. Weitermachen, Soldaten. Oh, warte, hier. Mach mal das. Links. Oben. Links. Oben. Okay. Muss ich da machen, um weiterzukommen? So, nein. Was? So mache ich da, wenn ich da sowieso hier rein kann. Einstecken. Ja, ich weiß, wie man das macht. Das ist nicht das erste Mal Spiel, danke. Ich weiß, wie man seinen Lichtschwert irgendwo reinsteckt. Der Meister im Reinstecken von. Muss ich hin? Also werde ich wahrscheinlich Grievous irgendwie überraschen ein bisschen oder so, ne? Ich weiß nicht. Oh, jetzt ein Ding, cool. Nee, er hat da nicht gewartet. Da oben hat er gewartet. Na, cool. Drei von denen. Leider werden wir nicht alle bekommen. Schade. Aber hey, ein bisschen was, ne? Ich glaube, da hinten kann man auch noch hin. Oh,
Ob ich ja es noch finde. Ich habe irgendwie gerade, also gestern habe ich da irgendwie bemerkt. Und zwar gibt es da. Es gibt auf der PlayStation, ja, da kann man sich ja nur so Klassiker holen, wenn man irgendwie PlayStation Plus und so holt, ne? PlayStation Plus Premium. Ich habe ja eigentlich PlayStation Plus, aber ich habe nicht PlayStation Plus Premium, ne? So, da kann ich schon mehr nicht aufmachen, ne? Ich da im Kopf gerade hier brauche. Und da waren einige Klassiker dabei, ne? So Spiele für die PS1 und PS2 und so, ne? Und ich habe gemerkt, da waren eine Menge Star Wars Spiele dabei. Da war sogar das Spiel, was ich ja schon oft erwähnt habe, ne? Mit Episode 1, ne? Star Wars Episode 1 für die PS1. Dann gab es noch Star Wars Demolition, Star Wars Jedi Starfighter gab es da. Vielleicht mache ich mal so ein kleines Video über Demolition oder Episode 1. Stelle ich mir auf, könnte ein lustiges Spiel werden. Könnte ein lustiger Playthrough werden. Nein. Oh Gott. Bleib mal gesehen, ich kann hier runter. Nein. Oh, er ist noch hier unten. Warte mal, kann ich halt irgendwie so machen, dass er. Er kommt ja nicht hoch, ne? Komme ich an ein Ding da oben noch dran? Verdammt. Was könnte denn hier noch sein? Warte. Muss ja irgendwie auch so auch kommen, ne? Mit ihm, würde ich jetzt raten. Aus dem Weg, Droiden. Warum? Er hält sich da nicht fest. So. Weil irgendwie muss man ja auch hier mit Dings hinkommen, ne? Wollte schon sagen. So. So. Mal, ne? So, was da drin ist, gar nur Geld. Boah. Eine Leiter zum Hochklettern, alles klar. Da brauche ich aber nicht. Na gut, dann machen wir Grievous platt, ne, würde ich sagen. Gut, bleib ruhig. Gott, gehen wir ihn mal hinterher. Also ich war überrascht, dass da viele Spiele irgendwie noch dabei waren, irgendwie Jedi Akademie, Jedi Knights und so, also die Urversion. Da kommt ja bald ein Remake irgendwie so raus von Dark Forces hier Jedi Knights 1. Au. Und ja. Werde ich mir vielleicht auch mal angucken. Ne, könnte bestimmt auch lustig werden. So, Episode 1 würde ich gerne mal spielen. Das war so ein merkwürdiges Spiel. Ich soll 2 oder 3 Magna machen mit Blaster erledigen, aber irgendwie sehe ich hier noch keine. Da, wo ist Cody? Da. Fängst du hin. Zieh daran, Cody. Da kann ich nicht hoch, ne? Ne. So, hier der Aufzug. Wir schauen uns diesmal hier gründlich um, ne, bevor wir rausgehen, ne? Es ist unwahrscheinlich, dass wir alles sammeln können, weil halt wir nur die beiden spielen können, aber man kann es ja versuchen. Wo ist er jetzt hingegangen? Was? Ist er nicht hier nach rechts gegangen gerade? What? Wo ist er hin? Ist er gerade nach rechts gegangen, oder? Oder spinne ich gerade? Hier. Wollte schon sagen. Sag mal weg. Zaubertrick. Da weiß er doch gar kein Jedi. Wir haben Blocken ist direkt.
Gewehr weiter. Nein, er macht einen Darth Maul. Er macht alles kaputt. Da kann ich einfach rüber. Für der Prince of Persia, da kommt ja auch jetzt ein neues Spiel raus, ne? Okay. Ja, irgendwie kam da kein Dings. Kein Quicktime Event. Hätte ich da machen sollen. Na, gerade Gegner. So, jetzt kommt der Mann. Mein Stand hat keinen Knopf gerade. Ja, wie gesagt, die Filme waren General Grievous irgendwie nicht so gerecht, ne? Der hat irgendwie mit, weil nicht, es gab mal irgendwie so ein Clip von Clone Wars, wo der irgendwie gegen 4 oder 5 Jedis auf einmal gekämpft hat und die alle vollkommen zerstört hat, ne? Da kommt Obi-Wan einfach um die Ecke und macht den ja voll fertig. Sie hat absolut gar nichts. Weil ich war nicht persönlich jetzt nicht so dolle. Ey. Jetzt müssen wir dahin. Ja. Wie kannst du nur mit deinem Bein und einem Arm klettern? So. Da, die muss ich erledigen. Den mache ich fertig mit Cody. Oh, ist auch voll einfach. So, boom, Herausforderung. Na, ich dachte, ich soll noch Superkampf-Druiden oder irgendwie so weiter liegen. Ah! Kommt der voll Terminator-mäßig hier auf mich zugelaufen. So. So, war nicht irgendwie so eine Herausforderung? Ich meine, ich krieg sowieso nicht alle, von daher bringt es nicht, die zu machen, aber hey, haben wir eh schon mal, ne? Muss ich ja nicht so weit machen? Wie sie 5 Kampfdruiden, 4 Magner machen und 5 Superkampfdruiden. Okay, 4 Magner machen. Da war doch jetzt gerade 4, oder? Superkampfdruiden fehlen mir noch, nehme ich an, ne? Komm mal her. Mit Sebi sicher, ich habe schon mehr als genug. Vom Magna wachen irgendwo. Na, egal. Ja, nicht. So, was muss ich ja machen? Bis wir jetzt ja nicht umsonst hier hingepackt haben. Habe ich nicht eine Abkürzung schon freigeschaltet oder irgendwie so? Warte mal, warum mache ich das? Ich kann. Warte. Was? Okay. Diese Blitze mir weh, ich weiß es nicht. Also weg. Gib mir noch ein paar Magner Wachen. Weh, ich muss die genau in der Reihenfolge erledigen. Ist er schon wieder da oben? Wir müssen Grievous mit Unterstützungsfeuer da wegsteuern. Cody, könnt ihr Verstärkung rufen? Ich müsste in der Lage sein, ein Signal von diesem Kommunikationsstrom auszusenden. Ja, ich habe nicht Kreis gedrückt, ich habe 4 gedrückt. So, jetzt kann er ja hoch, ne? Stecken und wieder rausziehen. Oh. Commander, geht zum Kommunikationsturm und sendet ein Signal. Wir brauchen zusätzliche Feuerkraft. Alles klar, General.
Ich sehe nicht wegen seinem Helm. Oh, ich freue mich, ich werde gleich hier mein Battle Pack, das ich mir geholt habe, weil ich im letzten Part erwähnt hatte. Mit den 4 Klontrupplern und den 5 Druiden. Wollte ich mal gleich zusammenbauen. Wir haben jetzt erst nachmittags. Wollte ich mir gleich so von zusammenbauen, ne? Also zusammenbauen. Muss ja eigentlich nur hier. Also so ein Spinn-Druiden war dabei und so ein Speeder. Figuren sind natürlich das Highlight. So, hoa. Du hast keine Chance gegen meinen Sorriso-Style. Das ist angeblich der Kampf, den Obi-Wan gemeistert hat. Lag ich, glaube ich, sogar recht. Habe ich, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. So, das so unzivilisiert. Ich mache davon fertig. Ha, dosch, 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 dosch. Ich hab gesagt, dosch. So. Ja. Oh. Muss nur ein Arm kommen. Ich hab's mit 4 Armen schon erledigt. Ihr seid am Zug. So unzivilisiert. Commander, kontaktiere das ist meine Knarre, bei dir du redest. Auf die höheren Ebenen begeben. Sehr wohl, Sir. Oh. Die Zeit ist gekommen. Oh, wir tun schon bis dahin. Ne, wir spielen das noch, ne? Was? Oh nein, Babyvorbereitung. Die Windel, du musst die Windeln wechseln. Ihr wolltet mich sprechen, Kanzler? Ja, es scheint, dass der Rat kein volles Vertrauen in deine Fähigkeiten. Ich würde sagen, diese Szene spielen wir bestimmt auch. Dinge im Zusammenhang mit der Macht, die sie mir verschweigen. Lass mich dir helfen. Woher habt ihr das Wissen um die Blitze? Da waren die Blitze, ne? Über den Anbachen. Der dunklen Seite. Ihr kennt die dunkle Seite? Du verfügst über große Weisheit, Anakin. Lerne die Macht der dunklen Seite kennen. Die Macht, Padme vor dem Tod zu bewahren. Ich werde euch dem Rat der Jedi übergeben. Damit alles gut gehen. Ich habe etwas Furchtbares erfahren. Kanzler Palpatine ist ein Sith Lord. Ein Sith Lord? Ihr braucht meine Hilfe, wenn ihr ihn verhaften wollt. Ich spüre ein hohes Maß an Verwirrung in dir, junger Skywalker. Warte in den Gemächern des Rates, bis wir zurückkehren. Ja, also, ich habe alles im Griff, so wie immer. Ja, Meister Winner war ja auch irgendwie verantwortlich, dass irgendwie so 200 Jedis hier nach Geonosis hier geschickt worden sind, ne, um Obi-Wan zu befreien. Wir haben ja gesehen, wie das ausgegangen ist. Er hat halt irgendwie unterschätzt, hat irgendwie Count Dooku so viele Druiden hatte, so wie ich da verstanden habe. Oh, der Druiden. Starfighter. Klonsoldat, Phase 1. Die fand ich immer am besten. Phase 1. General Grievous. Oh, ist Bösewicht. Ja, stimmt. Ja, so. Kanzler Palpatine. Wie ist das möglich? Ah, jetzt kann ich. Jetzt kann ich ja mich umschauen. Skywalker sagt, wahr ist, ist er noch gefährlicher, als irgendjemand voraussehen konnte. So lange verborgen zu bleiben, das erfordert große Kraft. Wir müssen ihn finden. Ja. Er ist ein Sith Lord. Lass mit 4 Leuten da hingehen. Das wird schon klappen. Also für Mace Windu ist nicht so ein guter Stratege, ne? So, ich würde sagen. Ich würde sagen, wir machen erstmal wieder einen kleinen Abstecher nach Utapau, weil jetzt haben wir nämlich einige Weltraum über Utapau. Okay, irgendwie ist da noch was. Keine Ahnung, gucken wir mal. Also ja. Was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung. So,
Na, irgendwas ist hier? Ja, hier so neben Dinger wieder, aber brauche ich doch nicht. Ist noch gar nichts. Wir haben dir gesagt, hier ist irgendwie was. Okay, keine Ahnung. Da war irgendwie so ein oranges Zeichen, also habe ich gedacht, da wäre vielleicht irgendwas. Aber anscheinend nicht. Gut. Also ja, boah, irgendwann wollte ich nur erwähnen, aber ich weiß nicht mal was. Ich weiß es nicht. Immer wollte ich nur ansprechen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwie die ganzen Running Gags mit den Tänzen irgendwie nicht so verstanden. So, also ja, jetzt die Geschichtenlevel. So, ich würde sagen, wir tun mal ein bisschen ja Geld ausgeben, ne? Steinchen ausgeben. Wir holen uns jetzt, weil ich bekomme ja die ganze Zeit irgendwie so Nachrichten, so, oh, hier ist ein neuer Charakter, hier ist ein neuer Charakter. Weißt du was, kaufen wir jetzt einfach alles, was wir kaufen können, ne? Wir haben alle Versionen von Obi-Wan. Ich meine, wir tun natürlich nur alle Charaktere kaufen, die wir auch schon gesehen haben. Bist du hier diese eine? Ich glaube, du bist hier die Bibliothekarin, ne? Für die ich die Mission gemacht hatte, ne? Aber warum nicht? Wir kaufen uns jetzt erstmal alle Charaktere, die wir schon freigeschaltet haben, ne? Luminara, Indul, Unduli. Ja, das ist diese eine, die irgendwie voll versteift ist, ne? Vielleicht, wenn ich jedes Mal jetzt freies Spiel starte, werden die mir jetzt nicht hier die ganze Zeit nur DLC-Charaktere geben. Jedes Mal, wenn ich nämlich freies Spiel starte, dann tun die mir hier nur DLC-Charaktere zum Spielen geben. Hm, ja. Jede Meisterin, aber nicht mal nicht Mitglied des Rats, oder? So, haben wir ein paar hier vom Fall geschaltet. Tun wir natürlich die auch alle spielen, ne? Ein paar von denen. Boss Nas, Rugon Nas, so, Captain Pancake. Ich werde definitiv genug. Ich habe so viel Steinchen. Commander Cody, cool. Was haben wir noch? Ja, die ganzen DLC-Charaktere, die werden wir auch noch mal irgendwann spielen. Ne? Keine Sorge. Aber Geduld, ne? Gibt ja noch so viel zu tun. Vielleicht beim nächsten freien Spiel, ne? Bringt ja irgendwie nichts, hier irgendwie nicht zu benutzen, das gesamte Spiel lang. Ach. Boah. Die Navigation in diesem Spiel ist aber echt nicht so dolle. Jetzt bin ich ganz ehrlich, bin man. Ich weiß nicht. Wie kann ich jetzt zwischen den so, so machen, ob die Klontruppler, die in meinen Battle Pack sind, dann groß dabei sind. Wir haben einmal einen Klon Shock Trooper und Klon Trooper. Die sehen aber schon nach Phase 2 aus. Das sind hier, werden die nicht dabei sein. Lieutenant, ich nehme an, die 501. wird hier nicht irgendwie dabei sein, oder? Für die ganz normalen Weißen am besten. Und Phase 1. So. Na, hier habe ich aber schon einige, ne? Klontrupper. Ne? Doch. 501. Legion. Ja, die habe ich auch. In echt. Klonsoldat, Kashyyyk. Ah, oh, Kashyyyk muss ich auch noch welche haben. Oh. Für so viele Truppler wie möglich irgendwie so eine Sammlung aufstellen, ne? Ich habe jetzt, nein, nicht von Jahr, von einem halben Jahr oder so habe ich erstmal damit angefangen, ne? Das ist noch verschlossen. Aber hey, irgendwann. Hm. Ups. Hey. Ich wollte eigentlich noch nicht wechseln. Gib mir mal, weiß nicht. Gib mir mal so einen ganz normalen. Ha. So, irgendwann kann ich mir so ein richtiges Team aufbauen mit nur Charakteren, die ich haben will. So, was ich machen wollte, ist, kann ich nicht einfach so, ja, so wollte ich halt nämlich machen. Dann kann ich ja direkt, das glaube ich übersichtlicher, wenn ich das so mache, ne? Ein paar Spoiler hier von den ganzen DLC-Charakteren, ne?
Also wieder zurück. So, ich habe noch keinen Schrottsammler hier, außer die DLC-Charaktere freigeschaltet, ne? Nehme ich an. Ja. Und ich will meine DLC-Charaktere halt noch nicht benutzen, wenn ich noch nicht... Wenn ich halt noch nichts hier irgendwie freigeschaltet habe im Spiel, ne? Wäre irgendwie ein bisschen gecheatet. So, Kopfgeldjäger. So. Haben wir beide Django's hier freigeschaltet. So, Bösewicht da. Ah, Fraun. So, gehen wir mal die ganzen Kampfdruiden. Ja, die hatte ich auch. Habe ich, glaube ich, immer noch irgendwo. Die hatte ich nicht. Doch, die hatte ich auch. Mit so einem Backpack, also einfach nur so ein Ding am Rücken. Ja, und die natürlich, ne? Nee, wo haben wir denn ganz normale? Haben wir ja gar keine ganz normalen? Hier, so ein. Warum tun wir die ganz normalen noch nicht freischalten? Was? So, General Grievous natürlich, ne? Ja, ja, er hat Verletzungen erleidet, deswegen ist er nicht mehr so stark, ne? Weiß ich auch. Ja, wenn du irgendwie nichts irgendwie von dem Film guckst, dann hast du ja keine Ahnung, was da los ist, ne? Du weißt gar nicht, wer der Typ ist, ne? Ich habe Clone Wars zum Beispiel nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer der Typ ist, als ich den Film geguckt habe. Zum ersten Mal. Oh, Tarkin hatten wir auch. Grand Buff Tarkin. Ja, Konto kommen auch noch nicht. Hm. So, Darth Maul mit seinen Umhang haben wir noch nicht. Ah, ich hätte gedacht, wir wären jetzt nur mit einem Schwert. Mit einer Hälfte nur aktiviert. So, haben wir nicht den Kanzler auch freigeschaltet, ne? Den Senat. Entschuldige, der Senat natürlich. Können wir die ganzen Charaktere an hier. Weil sind so die ganzen Astromech-Droiden, genau. Wir können verschiedene Farben von denen. Nein, nicht durchkaufen. R2B1. Oh, ich finde diese ganzen verschiedenen Farben cool. Habe ich nicht auch einen grünen? Aber den habe ich schon freigeschaltet, ne? Ja, ich weiß, es ist gerade voll spannend, ne? Wie ich hier die ganzen Charaktere freischalte, ne? Da müssen wir auch mal machen, ne? Ich hätte ja auch eigentlich offscreen alle hier freischalten können, aber ne, ja, zeigen. Für meine. So, habe ich damit jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwie freigeschaltet habe. So, ich wünschte irgendwie so die Charaktere zu wählen wäre ein bisschen einfacher. So, wir nehmen mal Grievous mit rein. Wir nehmen statt R2 nehmen wir R4, weil ich den viel cooler finde. Da haben wir schon. Nehmen wir anstatt den hier oben grün. Dann nehmen wir mal einen neuen Jedi rein, den wir noch nie hatten, wie zum Beispiel Erdl. Ja. Nehmen wir anstatt ihn Count Dooku rein. Nehmen wir anstatt ihn. Oh, muss Boss nass. Immer Boss nass. So. Gehen wir mal hier. Nun denn, lasst uns beginnen. Oh, nice. Schaut sie euch an. Ja, aber lieber wäre mir, sie würden benutzt. Natürlich doch. Boah, so geil. Ich weiß, er war voll überpowered im ersten Lego Star Wars. Und irgendwie so eine Combo hatte, die irgendwie voll. Er hat sich immer so gedreht beim Angriff. Da war, glaube ich, irgendwie voll stark. Und ja, ich habe vergessen, er ist ja ein Held. Deswegen. Also Bösewicht. Also tut er Granat werfen. Und ich habe ja schon diese eine Fähigkeit freischaltet, wo die irgendwie so ein.
so einen kleinen Druiden mit sich haben, der irgendwie für die kämpft. Oh. Warum läuft das so komisch? Ich laufe gegen die Richtung. Ich mag Count Dooku. Da liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran, weil ich irgendwie Christopher Lee als Count Dooku mag. Keine Ahnung, ich habe ja nie Clone Wars oder irgendwie sowas geschaut. Ne? Ich habe viele Clips schon mittlerweile gesehen, aber ich habe mir nie angeschaut. Die Zeichentrickserie sah für mich irgendwie so komisch aus. Ich konnte mich irgendwie nie überwinden, dazu gucken. Das sah so komisch aus. Charaktere sahen also komisch aus. So Charaktere wie Mace Windu und Count Dooku, die sahen also komisch gezeichnet aus. Ich habe irgendwie erst vor kurzem herausgefunden, dass das von denselben Leuten waren, die Samurai Jack gemacht haben. Also der Zeichenstil jedenfalls. Ja, irgendwie hat das mit mir nicht so resoniert irgendwie. Ich fand die Charaktere sahen so komisch aus, ne? Außerdem fand ich irgendwie alle Charaktere sahen immer irgendwie voll schlecht gelaunt aus. Jeder hatte irgendwie voll die Miene immer. So Anakin und Anakin sah auch irgendwie voll komisch aus. Er hatte voll definierte Kinn oder irgendwie sowas, wenn ich mich nicht irre, ne? Also keine Ahnung, ich fand den Zeichenstil so komisch. Deswegen konnte ich mir das Spiel irgendwie. Deswegen konnte ich mir die Serie irgendwie nie angucken, ne? Oh, da muss ich rüber gehen. Ist auch so ein Ding. Ich habe zum ersten Mal den seinen Vornamen. Keine Ahnung, die Charaktere sehen also komisch aus. Alle Charaktere sahen immer schlecht gelaunt aus, hatten immer voll die Miene. Sogar Yoda sah die ganze Zeit irgendwie voll böse aus. So, aber ich bin überhaupt nicht froh, gerade hier zu sein. So. Weiß ich nicht. Und mit Clone Wars hatte ich irgendwie genau dasselbe Problem. Da fand ich die Animation irgendwie voll komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ich hatte immer. Oh. Mal hier, hey, warte mal, war ja nicht so ein Rätsel. War ich ein Rätsel in der Nähe? Da. Ha. 3. Nur welcher ist für welchen, ne? Jemand, der hier ist für den ganz linken, ne? Jemand, der ist für den, ne? Dann nehme ich an, irgendwo da ist. Ein Hinweis, ja, waren wir ja schon mal, ne? Habe ich ja schon mal nachgeschaut. Ich nehme mal in der Mitte ist der zweite dann, ne? Und dann können wir eigentlich den anderen nur ausprobieren, ne? Aber wenn wir jetzt hier eigentlich nur durch rotieren, dann müssen wir halt irgendwann kriegen, ne? Ne? Ist das der zweite? Dann rotieren wir mal mit denen hier durch. Was ich dachte, sonst hatte. Ha. Okay, wo ist denn dann der mittlere? Gute Pause. Boah. Warte mal, lass mich raten. Irgendwo hier? Nee. Ja gut, aber wir haben es ja herausgefunden, ne? Vielleicht von hier irgendwo? Ne. Oder nicht. Aber wenn man die ganzen Kombinationen halt ausprobiert, dann müsste man ja irgendwann den Dings finden, ne? Also das war jetzt für die rechte Seite. Da ist irgendwo in der Mitte müsste ja auch noch irgendwo einer sein. Ne? So, jetzt muss ich irgendwie da noch hinkommen. Ja. Ja, da guck mal da. 1, 2. Sehr komisch versteckt. Ja, willst du mit mir reden?
irgendwie nicht. Einfach so. Komm in Power City. Oh. Another great piece for my collection. A fine addition to my collection, mein Gott. Ups. Okay, wir machen. No. Ja, keine Ahnung. Oh. Wenn übrigens den Nuschelmodus anstellt, die Druiden gleich klingen immer noch gleich, ne? Also die Astromech Druiden. Die Druiden sind nicht am Nuscheln, habe ich letztens herausgefunden. Cool, ne? Weißt du, was ich hier finden müsste? Haben sie hier gar nicht. Ich müsste jetzt so eine Datenpack oder wie auch immer die Dinger noch mal heißen hier, müsste ich noch mal finden. Damit ich halt wieder hier so einen Bonus freischalten kann, ne? Es bringt ja gar nicht irgendwie diesen Steinbonus jetzt zu haben. Oder genug Punkte, um den Steinbonus freizuschalten, wenn ich hier noch nicht freischalten kann, ne? Ich ergreife dich. Oh, hätte ich somit irgendwie das Futter irgendwie. Ja, so hätte ich das Futter wahrscheinlich irgendwie. Na, was soll's. Was ist da oben? Eine Sekunde. Na, guck mal. Komm ich auch neben Leben dran, ne? Nein, da kann man irgendwie, habe ich gesehen. Komm ich denn da hin? Und da raus? Nein. Gosh. Ah, wird vertagt. Jetzt bin ich aber in so einer blöden Stelle. Keine Ahnung, diese 3D animierte Serie von Clone Wars hat mir irgendwie auch nicht so gefallen, als ich sie gesehen habe. Irgendwie fand ich die Lichtschwertkämpfe irgendwie voll dämlich in dieser Serie. Die sahen so komisch aus. Ich kann das bis heute nicht richtig vernünftig erklären, was mich an denen stört. Also ich kann es schon erklären, aber ich weiß nicht, ob ich so wie ich es erkläre, ob das irgendwie Leute begreifen oder die halt nachvollziehen können, wie ich das meine. Die Lichtschwertkämpfe im ersten, in den Filmen zum Beispiel, ne? in den Prequels, ne? Zum Beispiel. Die waren ja ganz offensichtlich sehr choreografisch, ne? Die waren irgendwie so wie so Tänze, ne? Okay. Und die in Clone Wars waren halt immer, ich habe gesagt, für die sahen immer so bis zu einem bestimmten Zeitpunkt immer gleich aus, ne? Ja, ich meine, die sind natürlich, ja, eigentlich waren die besser, weil die halt irgendwie mehr aussahen wie Kämpfe. Die, ich fand so, die Kämpfe in den Prequels sahen mehr aus wie so Tänze, ne? Ihr müsst euch mal irgendwie so einige Kämpfe mal anschauen, so von Episode 1 und 2 und so. Es war irgendwie ganz eindeutig, dass die irgendwie manchmal gar nicht versucht haben, sich gegenseitig zu treffen, sondern einfach irgendwie nur dahin zu hauen, wo halt das Lichtschwert ist, ne? Jetzt sehe ich zum Beispiel jedes Mal in den Kampf hier zwischen Darth Maul und Qui-Gon und Obi-Wan, ne? Ja, Obi-Wan und Qui-Gon, die haben manchmal irgendwie an Stellen hingehauen, wo irgendwie Mauls Lichtschwert ist, anstatt irgendwie, weil nicht da anzugreifen, wo er ist, und er wehrt dann ab oder so, ne? Weil halt Choreografie ist, ne? Weil das soll also sein, ne? Deswegen macht wahrscheinlich die Clone Wars ein bisschen mehr Sinn, ne? Weil die Kämpfe halt ein bisschen echter aussahen. Aber was mich gestört hat, ist irgendwie, dass die irgendwie meistens immer so nach dem gleichen Prinzip irgendwie. Ihr müsst euch mal so einen normalen Kampf in Clone Wars anschauen, ne?
Und dann müsstet ihr mal beobachten. Also, was ich irgendwie herausgefunden habe, ist, jedes Mal, wenn irgendwie zwei Leute gegeneinander kämpfen. Was? Wo ist der vierte? Ja, da oben ist, erreiche ich den noch nicht. Jedes Mal, wenn die Charaktere am Kämpfen sind, ne? Ich schwinge mal ihr Lichtschwert, ne? Dann kennt ihr diesen Moment, wenn irgendwie, oh, hier kann man rein. Kennt ihr diesen Moment, wenn irgendwie so zwei Lichtschwerter aufeinander treffen? Und ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber ich nenne das immer so, wenn die beiden Lichtschwerter so aufeinander prallen, so interlocken, ne? Also wenn ich irgendwie zum Beispiel gegen Boss kämpfe in dem Spiel, ne? Wenn man zum Beispiel gegen Boss kämpft und so ein Spiel, man ist ja in dieser Situation, wo man irgendwie so ein Quicktime-Event macht, ne? Und beide stehen dann so und halten sich die Lichtschwerter so gegeneinander, so bzzz, ne? Und die versuchen sich so gegenseitig zu überpowern, ne? Diesen Moment meine ich, ne? Und ich finde, davon gibt es irgendwie viel zu viel in Clone Wars. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie so einen Kampf sehe, ne? Jeder Kampf läuft irgendwie ungefähr so ab, ne? So, jedes Mal, wenn ich so mache, dann treffen die beiden Lichtschwerter aufeinander und die versuchen sich gegenseitig so gegeneinander anzudrücken, ne? Und jeder Kampf in Clone Wars für mich sah immer so aus, so, weil es gab immer irgendwie so ein, zwei Schwinge und dann sind die ineinander interlockt, ne? Und ich fand, so sah irgendwie jeder Kampf in Clone Wars aus, ne? Du hast immer irgendwie voll schnelle Movements erst, ne? Und dann irgendwie nur eine, so als würden die immer so zwischen den ganzen Animationen so Pause machen. Ah, kein Blitz einsetzen in der Luft. Boom. Oh, das ist cool. Ich weiß nicht, ob das Leute so verstehen, wie ich das meine, ne? Aber irgendwie so kam mir halt immer vor, ne? Also die Charaktere sind aufeinander losgegangen, ne? Haben erstmal voll schnelle Schwinge gemacht und dann immer so Pause, ne? Dann haben sie immer so Pause gemacht und haben sie so gegenseitig so interlockt, ne? Dann haben die wieder irgendwie zwei, drei Schwinge gemacht und dann wieder interlockt. So, schwing, 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 Pause. Schwing, 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 Pause. So sah für mich jeder Kampf in Clone Wars aus und irgendwas hat mich daran gestört. Und ich weiß, in Clone Wars geht es jetzt natürlich nicht nur um Lichtschwertkämpfe, ne, aber irgendwie hat mich das voll abgeturnt. Müsst euch mal irgendwie so einen Kampf irgendwie so, wenn irgendwie, keine Ahnung, Ahsoka gegen irgendjemanden kämpft oder so. Ich schwing immer ihr Lichtschwert so, Pause. Pause, jetzt tun wir gegeneinander unsere Lichtschwerter halten, ne? Schwing, 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 schwing. Pause, jetzt halten wir wieder unsere Lichtschwerter gegeneinander. Schwing, 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 schwing. Jetzt halten wir wieder unsere Lichtschwerter gegeneinander. Immer so schwing, 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 Pause. Schwing, 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 Pause. Und in den Prequel-Filmen, ja, das war alles choreografiert und sah halt ein bisschen tänzerisch aus, ne? Aber in dem Film haben die sich immer bewegt. Ja, die haben nie Pause gemacht, ne? Wenn man sich den Kampf zwischen Maul und Qui-Gon und Obi-Wan anschaut, ne? Die sind die ganze Zeit am Schwingen, die ganze Zeit in Bewegung. Und tun nicht irgendwie hier alle 5 Sekunden irgendwie sich so, ich glaube nicht, dass ich da mit Django rüberkomme. Aber gucken wir mal. Die machen nicht immer die ganze Zeit so. Ne. Also die tun nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie so Pause machen, ne? Die sind die ganze Zeit konstant in Bewegung. Das gefällt mir halt. Das sieht irgendwie gut, das sieht gut aus. So, was ist das hier? Oh Gott, ob ich den hier noch schaffe? In 6 Minuten. Außer alles hier. Warte mal, jetzt mal so ein Ding, was ich kaputt machen kann, glaube ich. Also ja, das hat mich irgendwie so gestört an den Animationen. Außerdem sahen die Charaktere auch so komisch aus. Besser als in der Zeichentrickserie. Wo die alle so
so stylisch waren, irgendwie so stylisiert irgendwie. Was ich mal das Wort auf Deutsch nennen will. Oh, mir hat gleich so was von zusammen. Sollte ich auch mal live hier, soll ich auch mal live hier aufbauen? Nee. Ich glaube schon so halbe Stunde, 20 Minuten. Aber wenn ihr die Wände im Auto, als ich mir den AT-AT geholt habe, ich echt damit gedacht, darüber nachgedacht, irgendwie so live aufzubauen. Ne? Ich habe eine Kamera, aber ich benutze die nicht. Wäre so mal so ein Test gewesen, ne? So eine Handcam irgendwie so. Ernsthaft verletzen, aber es sollte reichen, um es zu Boden zu bringen, damit ihr es einfangen könnt. Alles klar, müssen Viecher erledigen. Hab verstanden. Wilder Wagtyl, das sind doch diese Viecher, die wir letztens füttern müssten, oder? Füttern mussten. So, aber erstmal mache ich hier das letzte Ding kaputt. Ich glaube, da war nur noch eins übrig, ne? Diese Dinger an den Wänden, ne? Hab mich schon gewundert, ich habe schon lange keins mehr von denen gefunden. Ja. Oh Gott. Ja, war sogar der letzte. Kristallklirren. Hm. Aber da bist du ja. Wagtyl. Okay, Boss. Da oben. Ich bin noch gar nicht da. Komm runter da ein Stück. Hier lässt sich einfach nur so abknallen. Okay, ich meine. Das ist jetzt nicht so schwierig. Okay. Ja, das ist das Viech, auf dem Obi-Wan geritten ist. Spoiler. Im Moment kam er noch nicht. Die Ernsthaft, damit hat er Probleme. Wenn ich irgendwie Raketenwerfer da oben hinschieße. Im Duell gegen einen tobenden Varaktyl würdet ihr das Zeitliche segnen. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Auch wenn das unterhaltsam gewesen ist. Entschuldige, was? Revis war es, der das Tier in Panik versetzt hat, so wie uns alle. Jetzt, Kollege, wo es wieder seinen normalen Gang geht, gibt es hoffentlich keinen Grund mehr für Hysterie. Ja. Danke. Bitte. Ist trotzdem nicht cool, dass du irgendwie mir den Tod gewünscht hattest. Das ist irgendwie, das ist voll messed up, dude. Tier und Madden. Jetzt, wenn wir einen Charakter freischalten, können wir die, glaube ich, direkt hier so freischalten, nehme ich an, ne? Haha. Ich meine, wir können das jetzt immer so machen, ne? Wenn wir einen neuen Charakter freischalten, können wir ihn direkt freischalten, ne? Mich nicht immer erst suchen muss. So, oh mein Gott, welchen Charakter habe ich denn noch nicht? Hier sind noch 13 Steine, Mann. Die können wir bauen. War ich hier schon? Das sieht neu aus. Keine Ahnung, hier ist nichts. Ist noch irgendwelche Orte, wo ich reingehen kann? Sollte ich vielleicht mal da reingehen irgendwo, ne? Das verpasse ich dir immer. Hey, was geht? Ups. Ich dachte, wir hätten diese Kampfdroiden vertrieben. Warum plündern sie immer noch unsere Läden? Vertreibt sie bitte endlich, damit ich in Ruhe shoppen kann. Ich wollte sowieso überall hier rein. Also keine Sorge. Oh. War ich da schon? Sieht nicht so aus. Da oben ist ein Stein. Da. Was machst du denn da? Was soll ich denn machen, wenn ich runterfalle? Da komme ich doch nie wieder hoch, ne? Sieht so aus, als hätte ich ein Jetpack. Hier ist irgendwas. Hier soll ein Stein sein irgendwo, aber irgendwie nicht. Unter mir. Was? Okay, nehme ich mal nicht, war ich schon. Ah. Bist du denn hier so oben, ganz allein? So, ich wollte irgendwo reingehen hier. Aber ich tue liebend gern hin und wieder mal vergessen. Gucken, wo ich hier rein kann.
Wow. Weiß nicht, warum ich dachte, es wäre eine gute Idee, das Ding für der Nähe zu erledigen. Die Druiden sind voll krass drauf hier. So. Muss euer General euch hier Manieren beibringen. Was macht ihr hier? Sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Ich mache heute Plündern. Du machst heute Plündern. Oh, Druidikas, was? Oh, ich habe einen Blaster. Sehr geil. Ich dachte, der kann mit all seinen Dingern jetzt hier blocken. Ich komme ja schon. Da. Ich finde gut, dass man hier zwischen den Gänsefüßchen Cutscenes sich bewegen kann. Bedient euch an meinem Safe. Die Armut hat jeden Schrecken für mich verloren. Oh. Boom. Der unbesiegbare Kreislange. Boah. Ich glaube, man für Bösewicht kann man irgendwie die Granatenradius erhöhen. Den würde ich auch mal gerne erhöhen. So. Jetzt aber noch eine Orte, wo ich noch nicht drin war. Ne? Mal gucken. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier schon drin war und wo nicht. Oh. Lass mich mal hier. Wenn wir schon mal hier sind. Also ich mal hier von dem Bösewichten den Granatenradius erhöhen. Sprengradius wird ein wenig vergrößert. Boom. Da. Sag mal. Ich sehe da immer nie irgendwie. Oh, da war. Da war sogar was zum kaputt machen. Ich sehe irgendwie nie immer so ein Radius Erweiterung für die dunkle Macht Benutzer. Irgendwie hat sich der Radius auch von der Macht irgendwie erhöht. Ich bekomme dafür irgendwie nichts mit. So, jetzt haben wir auch den Charakter haben wir auch schon freigeschaltet. Schiff, wann haben wir ein Schiff jetzt freigeschaltet? Irgendwann mal, ne? Gut, okay, ganz ruhig. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Hier werde ich wahrscheinlich gleich noch mal reingehen, ne? Und ja, versuchen hier mit diesen Kopfgeldjägern hier Mission zu machen. Keine Ahnung, was da noch war. Und ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann direkt weiter mit der Story, ne? Ich werde wahrscheinlich dann wieder hier anfangen und euch hier mit irgendeinem Stein hier begrüßen, den ich offscreen gefunden habe, ne? Aber in der Regel werde ich dann immer erst in der Regel werden wir dann weiterspielen, ne? Ja, nach dem Plan, ja, okay. Dann weiß nicht, was ich hier gerade nachgucke. Guck mal den. Die sehen cool aus, die Dinger. Das war der erste Boss in Jedi Power Battles. Ja, genauso. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch wieder in der nächsten Folge. Tschüssikowski.